ich hatte ein Leben wie ein Pascher zu Hause. Ich konnte mir nehmen, ich bekam alles, was ich wollte. Und ja, und es war ein Leben in Luxus, kann man schon sagen, ein Luxus. Und mit dem Tod von meinem Vater, da ist ja dann praktisch der Ernährer von der Familie, der das Geld heranbrachte und ist dann weggestorben. Und meine Mutter musste praktisch von Rente, Pension leben. Und da konnte sie mich einfach nicht mehr so unterstützen. Und das habe ich einfach nicht, warum gestern und heute nicht mehr und so. Und meine Geldforderungen versuchte ich halt dann durch Gewalt Nachdruck zu verleihen. Das alles im Schatten der katholischen Kirche. Ministrant, Oberministrant, beinahe katholischer Priester. Die Großmutter ließ dem Buben wohl alles durch. Selbst wenn er mit Gewalt drohte, keine Konsequenzen. Bis es auch für sie zu spät war. Ich bin nicht also massiv meine Großmutter angegangen. Diese schwache Frau mit über 80 Jahren. Ich habe sie angerempelt, dass sie gestolpert ist praktisch. Also habe sie auch in dem Sinn verletzt. Haben Sie da auch die Kontrolle über sich verloren? Nein. Weil im alkoholisierten Zustand, muss ich sagen, wäre es eventuell weitergegangen. Noch weiß niemand, welche Spuren seine Kindheit im Gehirn hinterlassen hat. Bis vor kurzem galt, mit der Pubertät hat das Gehirn endgültig gelernt, Emotionen zu verarbeiten. Heute weiß man, dass das Hirn noch mindestens bis zum 20., 25. Lebensjahr lernt, Emotionen zu steuern. Wenn jetzt in das Gehirn entsprechend nur negative Informationen reinkamen, dann muss es nicht verwundern, wenn auch der Ausgang, der Output negativ ist. Insofern, die Person kann nicht anders handeln, als durch das bedingt, was in sie über die Jahre reingekommen ist. Keiner kann anders, als er ist. Das Gehirn steuert das Verhalten von Gewalttätern. Aber nicht nur das. Wir alle werden viel mehr von unbewussten Prozessen gelenkt, als wir das wahrhaben möchten. Einige Tests untergraben den Glauben, dass wir alles kontrollieren können, und zwar bewusst. Vieles, sehr vieles, ist vom Gehirn schon programmiert. Bei diesem Versuch in Bielefeld werden einer Testperson Filmbilder vorgespielt. Ganz normale Szenen aus dem Alltag. Es geht um Wahrheit und Täuschung. Also es wird jetzt weiter so laufen, dass wir sie jetzt gleich dann reinlegen werden. Dann geben wir Ihnen hier diese beiden Responseboxen in die Hand, einmal für die rechte und einmal für die linke Hand. Wenn Ihnen ein Bild bekannt vorkommt aus dem Film, den Sie gerade gesehen haben, dann bitte den rechten Knopf drücken. Und wenn Ihnen ein Bild unbekannt vorkommt, dann bitte den linken Knopf drücken. Okay. Soweit noch Fragen? Nee, klar. Okay, dann. Im Kernspinnen soll sich die Testperson nun an die Bilder erinnern. Welches hat sie schon gesehen? Welches wurde im Film nicht gezeigt? Dabei wird die Hirnaktivität gemessen. Mal liegt die Testperson richtig mit ihrer Erinnerung, mal falsch. Aber das Verblüffende, ihr Hirn erkennt, ob sie ein Bild tatsächlich gesehen hat oder nur glaubt, es gesehen zu haben. Je nachdem, ob tatsächlich oder vermeintlich, es sind unterschiedliche Bereiche im Hirn aktiv. Das Hirn weiß immer, was richtig und was falsch ist. Es macht uns nur manchmal etwas vor. Also wir sind nicht mal Herren unserer Erinnerungen. Das kann man so sagen, ja. Wir machen viel mehr Fehler und gerade so ein Experiment belegt, wie viel Fehler man macht, die einem nicht bewusst werden. Warum macht es das Hirn? Da ist eine allgemeine Tendenz, dass wir versuchen,
unsere Umwelt uns möglichst übereinstimmend, so wie wir sie uns vorstellen, zu schaffen. Und wenn die Umwelt jetzt davon abweicht, weil beispielsweise irgendwo eine Lücke ist, dann versucht man das zu rekonstruieren und bildet sich seine Wahrheit, die dann durchaus nicht mit der Realität übereinstimmen oder übereingestimmt haben muss. Aber man hat für sich dann ein Kontinuum, wie man es normal braucht. Man weiß, das Leben verläuft kontinuierlich. Es gibt keine Sprünge, es gibt nichts, wo nichts passiert ist. Das Hirn bemüht sich, für uns alles schlüssig zu machen im Kopf, auch wenn es uns dabei etwas vormacht und wir es nicht merken. Der wahre Herr des Handelns sitzt zwar in unserem Schädel, sagt die Wissenschaft, aber wir sind es nicht, jedenfalls nicht unser Bewusstsein. Das zeigt dieses Experiment des US-Forschers Benjamin Libet. Die Ströme im Kopf geben unfehlbar wieder, was im Hirn passiert. Und werden gleich beweisen, dass das Gehirn die Handlungen der Versuchsperson auslöst, ohne dass sie sich dessen bewusst ist. Die Testperson soll einfach irgendwann die Maustaste drücken. Spontan. Der Mann sieht einen Uhrzeiger vor sich auf dem Monitor. Er drückt irgendwann. Dann wird er gefragt, wann er den Willen hatte zu drücken. Zum Beispiel um 11 Uhr. Sein Hirn dürfte erst zu diesem Zeitpunkt aktiv geworden sein. Tatsächlich ist es schon Sekundenbruchteile vorher aktiv. Ohne dass es ihm bewusst ist, handelt sein Gehirn schon, beweisen die Stromkurven. Das Hirn ist sozusagen schneller, als man denkt. Aber jetzt meint doch jeder normal denkende Mensch, ich selber gebe die Entscheidung, jetzt zu drücken und nicht mein Gehirn. Ja, das ist die allgemeine Annahme. Tatsächlich haben die Libet-Experimente nachgewiesen, dass im Grunde das Gehirn vorher schon weiß, bevor die Person weiß oder die Person meint zu wissen, was sie tut. Sprechen Sie ihm nicht hier damit jeden freien Willen ab? Ja, ich spreche generell den freien Willen als so existent ab, wie er im Alltag verstanden wird, wo man im Alltag sagt, ich kann mich so oder anders entscheiden. Da sage ich, wir sind determiniert, wir können uns nur so und nicht anders entscheiden. Beispiel, wie Luther sagt, hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Das heißt, man kann wirklich nicht anders, weil das Gehirn vorgibt, was man tut. Wir tun nicht, was wir wollen, sondern wir wollen, was wir tun. Wir glauben nur, dass wir bewusst entscheiden. Aber der freie Wille existiert nicht, behaupten viele Forscher. Mehr noch, unser freier Wille sei bloße Illusion. Jede Handlung, bei der ich mich frei fühle, wird von meinem Gehirn vorbereitet. Und dieses Gefühl, ich bin frei, ist nur ein Etikett oder ein Gefühl, das nachher kommt oder gleichzeitig kommt, aber nicht die Ursache ist. Das ist vielleicht der wichtigste Angriff auf die Willensfreiheit, wenn man sogar nachweisen kann, dass das Gefühl, frei zu sein, vom Gehirn gegen meinen Willen erzeugt wird. Die Entscheidung für die gelbe Krawatte heute Morgen, Herr Roth, die Sie tragen, haben Sie die bewusst getroffen? Die habe ich bewusst getroffen, allerdings aufgrund weitgehender Erfahrung. Ich könnte eine orangene Krawatte oder eine ganz andere Krawatte nehmen. Dass das vorstellbar ist, überzeugt mich, dass ich in engem Rahmen frei bin. Frei heißt dann nur, ich hatte verschiedene Handlungsalternativen und ich habe aus mir selber, ohne äußeren inneren Zwang, mich für eine Alternative entschieden. Das reicht aus, dass ich mich und dass Menschen sich frei fühlen, obwohl der Hirnforscher, der Psychologe sagt, du hast natürlich letztlich nur das getan, was im Kampf der Motive rauskam. Regensburg. Jürgen Müller hat inzwischen analysiert, was im Kopf von Stefan B. passiert ist, als er die emotionalen Bilder im Kernspinn vorgeführt bekam. Das Ergebnis ist brandneu. Wie bei anderen untersuchten Gewalttätern zeigt sich der Bereich im Hirn besonders wenig aktiv, der das Mitgefühl verwaltet, die Empathie. Nicht nur vorne, sondern vor allem in einem zweiten Areal, an der rechten Seite des Schädels, hat der Neurowissenschaftler herausgefunden. Das heißt, das gewalttätige Verhalten von Tätern lässt sich im Gehirn nachweisen.
Das ist neu in Deutschland. Wir stehen momentan ganz am Anfang mit diesen Untersuchungen. Wir haben jetzt erste Hinweise, dass diese Verhaltensauffälligkeiten mit neurobiologischen Veränderungen einhergehen im Gruppenvergleich. Ich denke, das ist eine sehr zukunftsweisende Methode. Inwieweit jetzt aber diese Aussagen auf das Individuum bezogen und für das Individuum eine Vorhersage ermöglichen, das wird die Zukunft zeigen. Da muss noch sehr viel Forschungsarbeit geleistet werden. Und diese Ergebnisse, die kann momentan, glaube ich, niemand vorwegnehmen. Das Ziel: Jürgen Müller möchte prüfen, ob eine Therapie beim Täter wirkt oder nicht. Wird sie sein Gehirn verändern? Und wann kann man ihn als geheilt entlassen? Ein großer Schritt, denn Prognosen für Gewalttäter sind höchstens ein Jahr in die Zukunft verlässlich, geben die Therapeuten zu. Mehr nicht. Kann man sie wieder auf die Gesellschaft loslassen und sie können sagen, es passiert nichts? Ja. Nach erfolgreicher Therapie würde ich sagen, ja. Ob was passiert, das kann man hundertprozentig nie, also ich möchte es nicht hundertprozentig garantieren, aber ich versuche es zu vermeiden, so gut wie es geht. Er lernt Englisch für später. Lieber wäre ihm eine Gefängnisstrafe gewesen. Die hätte er in ein paar Jahren abgesessen und wäre dann wieder frei. So bleibt offen, wann er wieder rauskommt. Das ist nicht ein oder zwei Jahre, sondern das kann jetzt von 3 bis 10 Jahren gehen. Das kann man jetzt noch gar nicht sagen, weil wir ganz am Anfang der Behandlung stehen und es abhängig sein wird, wie er Ziele erreicht. Das heißt, wir legen gemeinsam mit dem Patienten jetzt in der Therapie Ziele fest, versuchen natürlich auch zu besprechen mit dem Patienten, was kann er am besten umsetzen, wie gelingt ihm das am einfachsten. Und werden dann messen, hat er die Ziele erreicht oder nicht. Und von daher, von dieser Geschwindigkeit hängt der Therapieverlauf ab. Die Gesellschaft wird alles tun, um sich vor Gewalttätern zu schützen oder Wiederholungsverbrechen zu verhindern. Zu oft passieren schreckliche Fehler. Die moderne Hirnforschung kann helfen, sie zu vermeiden. Wir haben jahrzehntelang versucht, die Gewalt zu identifizieren und zu verhindern und sind doch kläglich gescheitert. Erst wenn wir beide Wurzeln, die soziale und biologische, betrachten, erst dann werden wir Gewalt und Verbrechen finden und bekämpfen können. Science Fiction kann schon morgen sein. Irgendwer in den USA oder hier wird fordern, Erkenntnisse sogar prophylaktisch einzusetzen, um Gewalttäter und Kinderschänder zu finden, indem man allen Polizeiauffälligen ins Gehirn schaut, flächendeckend und vorsorglich. Rasterfahndung nach aggressiven Menschen ohne Mitgefühl oder auffälligen Jugendlichen. Und dann die möglichen Täter wegsperren. Eine Horrorvision. Warum ist das schrecklich? Bei Infektionskrankheiten ist das sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass wenn jemand eine bestimmte Infektionskrankheit hat, die für die Gesellschaft extrem gefährlich ist, dass er da abgesondert werden wird. Ob er das will oder nicht, da nimmt sich die Gesellschaft das Recht. Wenn nun ganz hypothetisch die diagnostischen Möglichkeiten durch die Hirnforschung oder durch die Neuropsychologie so gestärkt werden, dass man sagen kann, wer das und das im Gehirn hat, diesen Tumor, diese Verletzung, dann ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit gewalttätig und gefährlich. Warum soll man den dann nicht wegschließen, so wie man einen Menschen mit hochansteckender Krankheit wegschließt? Die Biologie unseres Gehirns bestimmt mehr, als uns lieb ist. Für manche Täter, aber auch für alle anderen. Und das ist verstörend, aber wohl wahr.